Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Fortune Island. Weiter geht es hier in diesem Beast einfach nur. Ich glaube, Beast stimmt eigentlich, oder es passt zumindest ganz gut. Zu über 1700 PS, über 2000 Newton der Drehmoment in der Serie. In 100 Metern links abbiegen. Was sich aber auch sehr super für Gefahrenstelle eignet. Und ja, um in die Tiefe zu springen, dafür ist der Wagen auch sehr gut. Vor allem mit dem kompetenten Fahrer. Hier weiter rechts fahren. Also, sobald man Gas gibt, ist direkt hier die Hölle los. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, fast Fabian. Ich muss einen linken Bogen fahren. Es hat gezählt. Zum Glück. Oh, 3 Sterne. Wie durch einen Zufall. Okay, es war knapp. Aber geschafft ist geschafft. Und im Wasser waren wir gar nicht. Das hat doch keiner gesehen. Das halte ich für eine Lüge. Okay, Gefahrenstelle haben wir jetzt auch. Okay. Das hier fehlt noch. Und genau, das unten, wo jetzt der Wegpunkt hingesetzt wird. Und dann sind alle Gefahrenstelle noch 3 Sterne. Okay, dafür ist der Wagen echt super. Danach werde ich mich auch mal an den Offroad-Blitzerzonen versuchen. Die dann auch ganz gut gehen. Ja, wir machen nochmal so im zweiten 100, 200. Oder auch gerne halt 250. Ja, 250. Es ist einfach nicht mehr von diesem Planeten. Wieso soll ich denn da lang fahren? Nö, will ich nicht. Ja, geradeaus fahren ist schwer, ich weiß. Und nein, ich habe nicht Alkohol getrunken. Ich spiele hier besoffen Forza. Auch wenn es manchmal so aussehen könnte, dass ich besoffen bin. Nein. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, ich fliege sogar vielleicht zu weit. Ey. Hat das gezählt? Nein! Verdammt. Das ist gemein. Ich bin sogar eigentlich schon zu weit geflogen. Das soll auch erstmal schaffen. Bin hier sogar reichen. Ja, nochmal drehen, weil es so schön war. Oder auch so. Das wäre auch eine Möglichkeit. Fliege ich schon wieder zu weit? Wenn ich es überhaupt erstmal treffen würde. So, 214 km/h. Ach ja, schon 3 Sterne. Easy. Ich könnte noch weiterspringen wahrscheinlich. Aber es reicht ja schon. Perfekt. Für wirklich no challenge for me. So, Straßen habe ich hier auch eigentlich alle entdeckt. Ach, ein bisschen zu weit gesprungen vielleicht. Ein bisschen weiter als nötig. Kann ja mal vorkommen. So, Straßen müsste auch so gut wie alles entdeckt sein. Beim Blitzer habe ich noch nichts entdeckt. Vielleicht da mal zuerst hin. Mach den direkt mal. Da fehlt noch ein Stückchen. Bei nächster
nächster Gelegenheit wenden. Ist quasi unser Auto für die PR-Stunts. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Ach, freu ich nicht. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. So, zwei Sterne. Wie viel fehlt noch? 20 km/h oder so? Na komm. Sag's mal, wie viel fehlt? Oh, dann halt nicht. 177. Das krieg ich hin. Das kann auch nicht so schwer sein, aber ich glaube, aus welcher Richtung denn. Springen. Ich weiß ja nicht. Knapp. War ganz knapp. So, der nächste PR-Stunt. Die Blitzerzone ist mal das Gefahrenschild, das ist wichtiger. Die will ich zuerst haben. In 100 Metern dann sehen wir weiter. Links abbiegen. Oh Gott. Da wollte ich ja gar nicht hin. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. So. Nicht wieder Asphalt in meinem Hintern. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mittlerweile geht er sogar. Man gewöhnt sich ein bisschen dran. Glück gehabt. Doch abkürzen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du musst dem Auto mal irgendwie ein Driftauto bauen. So ein Art Gymkhana, sowas. Dem wir Ding machen. Sollte man noch easy schaffen, auf drei Sterne. Hier geht's auch schön geradeaus. Ja, Zone ohne Punkte zu machen. Challenge verkackt. Ja, wir haben auf dem kurzen Stück jetzt schon 300 geschafft. Wieder so 200. Ah, 30 Meter weit geflogen. Und sogar auf der Straße gelandet. Es wäre nichts gewesen und wir haben es geschafft. Wir haben auch den Erfolg bekommen, viel Flieger. Erreiche 3 Sterne für jedes Gefahrenschild auf Fortune Island. Genau. Und diesen Erfolg gibt es auch für jeden PR-Stand. Also wenn man alle Blitze auf der Stehen hat, alle Blitzerzonen, alle Driftzonen und alle Wegbreiter-Tore, gibt es auch jeweils einen Erfolg dafür. Und den will ich natürlich haben. Was fehlt dann? Wo sind wir dann am nächsten dran? Bei welchem PR-Stand? Die Straßen sowieso. Okay, für jeden Blitzer. Wir brauchen noch einen Blitzer, den wir nicht auf 3 Sterne haben. So, wo versteckt der sich denn?
Ja, das ist Blitzerzone. Hä? Auch Blitzerzone. Bin ich blöd? Ja, muss ich mal kurz hier umstellen. Blitzer. Ach so. 217. Klingt nachbar. Rechts abbiegen. Alter. In 400 Metern links abbiegen. Das war auch für G-Kräfte sein müssen. Vor allem die G-Kräfte dann halten, ne? Das wird da kaum weniger, wenn man das freundet. Das schaffen wir. Auch wieder gerade so. Und noch 100. Ich schaffe wohl nicht mehr. Nächsten Erfolg. Wieder ordentlich Gamerscore dafür. Was auch mein Ziel ist. So, dann am nächsten dran. Hier ist Wegbereiter. Stator. Müssen auch nur noch ein oder zwei fehlen. Der Wegbereiter. Okay, da oben ist eins. Genau. Machen wir erstmal das hier. Das haben wir jetzt auf einem Stern. Dann eins da oben, was wir gar nicht gefahren sind. Dann ist das auch schon fertig. Bei nächster Gelegenheit wenden. Dafür schön Gamerscore, das gefällt mir. Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. Nö. In 200 Metern okay, links ab. Abbiegen. Die Bremsen sind aber gut, die gefallen mir. Links abbiegen. Ich würde gerne mal den hier in einem Drag Race sehen mit einem Königsdeck 1-to-1 oder sowas. Mit einem Hypercar. Wieso 0 auf 300? Sowas in der Art. Du hast dein Ziel erreicht. So, schon mal falsche Richtung. Genau. Umdrehen bitte. Moment. Das Tor war das. Klar, ja. Ich habe nichts dagegen, wenn du dir deinen eigenen Weg zum Ziel bahnst. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Versuch's einfach nochmal. Wir müssen generell links fahren. Stimmt, da war ja was. Was? Muss ich wirklich da durch diese... Ist eigentlich auch ein bisschen lächerlich, ne? So.
Bitte hat's gereicht. Bitte, bitte, bitte. Das sieht gut aus. Ja. Bam. Also Rennfahren. Ist ja scheiße. PR-Stunt. Sehr geil. Ja. War zwar knapp, aber mein Gott. Wen juckt's? Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, 5,7 Kilometer, 5,3. Wir nehmen mal die direkte Route. Die Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nein, 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 nein. Ha, ich gedreht. Oh Gott, Wald, das finde ich gar nicht mal gut. Komm. Da müssen wir durch. So, vorsichtig. Ich bin da hier heil rausgekommen aus dem Wald. Knapp. So. Ich wollte sagen, schaffen wir es, ohne irgendwo gegenzufahren? Nein. Faktisch unmöglich. Kann man durch diesen mickrigen Baum dann nicht umfahren? Das war lächerlich. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh, krieg ich Grip, mein Gott. Rechts abbiegen. Ich denke, wir müssen von hier fahren. Ja. Also einmal umdrehen. Und noch nehmen. Hier würde ich sagen, vom Berg da oben. Bei nächster Gelegenheit wenden. Muss ja nicht die klügste Idee sein. Nein. Was soll ich denn jetzt aufbauen? Also hochfahren? Geht das überhaupt? Also wenn, vielleicht weiter rechts. Das könnte sogar gehen. Wenn ich schnell genug den Berg hochfahre und dann so weit fliege. Dann geht das. Moment. Okay, hat gereicht. Tja. Andere müssen außen rumfahren. Ich kann auch so hier hochspringen. Geschafft, wieder Wheels mal bekommen. So, die PR-Stunts. Ah, genau geschafft. Sind hier doch ziemlich leicht. Also fehlen jetzt noch Blitzerzonen und Driftzonen. Nein. So. Nehmen wir mal erst die Blitzerzonen. Hier noch gar nicht gefahren, ey. Fabian. Oder vergucke ich mich gerade? Genau, hier eine Driftzone, Driftclub sowieso und Blitzerzone. Das fehlt noch. In 400 Metern rechts abbiegen. Komm.
das reicht hier glaube ich nicht. Zwei Sterne vielleicht, aber ich glaube nicht drei. Lass mich überraschen. Ja, sag ich doch. Nee, dafür ist halt die Kurvenlage zu schlecht. Oder es war knapp. Ja. Ich versuch's nochmal von oben. War mit ein wenig Anlauf. Ja, doch, das könnte man schaffen. Du hast dein Ziel erreicht. Das geht doch. Den auch geschafft. Hab ich erst einen Stern? Das war doch mit diesem... War das mit dem Morris Miner gewesen? Das war für irgendeine Schatztruhe, bin ich da durchgefahren. Mit dem Jeep? Oder was war das denn? Irgendwas ziemlich langsames. Fällt es aber gerade nicht mehr ein. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Ja, Kurvenlage bei hohen Geschwindigkeiten. Nee. Scharf rechts abbiegen. Wenigstens zwei Sterne sollten wir schaffen. Das läuft gut. Jetzt sehe ich auch noch 30 km/h waren 3 Sterne. Bin aber. Yes! Oh, oh, gut drüber. Da fehlt noch eine Zone direkt am Festival. Wenn wir die nicht schaffen, ja, dann weiß ich auch nicht. Die schaffen wir auf jeden Fall. Dann noch die Driftzone. Die könnten. Und die sind nicht auch hier im Spiel sehr einfach. Und der Wagen kontrolliert driften. Das ist schwer. In 400 Metern rechts ab. Einfach nur Gas geben und Rieseln haben, das ist jetzt kein Problem. Und dann auch dabei auf der Straße zu bleiben. Oder in der Driftzone. Mal gucken. Rechts abbiegen. Haus. Ich dachte, das geht so. Der denkt ja mal sowas von gar nicht. Nein, zu früh. Haben. Ja, easy. Zack, letzte Zone. Mit Erfolg, wo ist der jetzt? Oder habe ich noch eine vergessen? Hm. Ah. Hab mich schon gewundert. Bei nächster Gelegenheit wenden.
Nein, nein, nein. Oh Gott, in dem Ding die Kurven hier hochfahren. Nee, tut mir leid, nee. Einfach nee. Oh ja, okay doch. Kann ich irgendwie einfach hochfahren? Komm. Sieht doch wie eine Schanze da vorne aus. Fast. In 200 Metern links abbiegen. Ach. Enge Kurven. Oh, okay. Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Ah. Nein. Zone könnte wirklich schwierig werden. Nein. Oh, alles gut. Nichts passiert. Alter. Was ist das für eine Zone, ey? Nein. Nein. Jetzt waren wir einmal zu weit links, einmal zu weit rechts. Also müssen wir jetzt genau in der Mitte durchfahren. Das war niemals 3 Sterne. Ah, hallo. Hab's mir gedacht. Also nochmal fahren. Oh, super, wie ich bin. Sehr schön. So, sind wir jetzt von dieser Seite. Kriegt das damit auch besser. So, fast alle Bereiche haben wir jetzt auch entdeckt. Straßen auch fast alle. Ich hoffe, es hat nicht so viel gefehlt. 137, eieiei. Nein, zwei Bremsen. Bitte nicht so, bitte jetzt nicht so weit zurückspulen spielen. Bitte nicht so weit. Naja. Ich muss noch mal anfahren. Ich muss noch mal ganz zurückspulen. Das bringt nichts. Der Sprung ist auch gemein. Was von der Seite besser werden kann? Nee. So nicht. Oh Mann. Die Zone ist echt kacke mit dem Auto.
muss früher bremsen. Nee, so nicht. Die ganzen Zäune, die müssen am besten alle weg. Die Straße müsste doppelt so breit sein. Dann würde ich es auch schaffen. Komm schon mal näher. Jetzt habe ich auch ein bisschen Blut geleckt. Nicht so weit. Ja gut, dann muss ich jetzt natürlich einen dunklen Super dadurch zu fahren. Wenn man nichts sieht. Ja, dann würde ich gerne Tag haben mit dem Auto. Okay, der Anfang, der war gut. Nicht so weit! Warum spielt das immer... Ich... Also einen Wunsch, ich würde gerne selber einstellen, wie weit ich zurückspulen will. Ich war gleich direkt einen halben Kilometer. Ja, so war es in Ordnung. Es hätte sogar gut werden können, wenn ich weiter drifte. Ah. Nein, so nicht. Das werde ich hinkriegen. Der Kopf sagt mir jetzt eigentlich immer zu, Fabian, du sollst nicht so viel Gas geben. Ich denke, um das zu schaffen, muss ich einfach Gas geben. Auch wenn man es nicht will und sich denkt, das kann auch nicht gut gehen, ich muss anscheinend Gas geben. Na. Ah. Boah, der 137 war das. Ey. Oh, es geht. Oh, danke schön. Dankeschön, dass das gerundet wird. Das finde ich gut von euch, Forza. Das ist echt nett von euch. Dass ihr das aufgerundet habt auf 137 km/h. Oh, das ist lieb. Wirklich. Es fehlt noch die Driftzonen. Da sind sie. So, fehlt da noch einiges? Oh. Aber eigentlich, die würde ich jetzt gerne auch machen. Oder zumindest versuchen. Ich versuch's noch. Ja, die Folge noch länger. Ist egal. Eine Sonderfolge mit PR-Stunts heute. Kurz gucken, wie viele Punkte ich hier machen soll. 70.000 Punkte. Oh ja. So, da.
Ja, so auf jeden Fall nicht, Fabian. Und Querfahrt ist nicht das Problem. Du hast dein Ziel erreicht. Heute mal Sonderfolge, würde ich mal sagen. Nee, okay. Du hast das Ziel erreicht. Dann halt auch mal bergab probieren. Jetzt aber. Jawohl. Du hast dein Ziel erreicht. Sieht nicht schön aus, aber es ist geschafft. Und das ist die Hauptsache. Schön aussehen muss es nicht. Ich will nur noch die beiden. Okay, die habe ich da oben. Okay, da links ist keine mehr. Die aber noch gar nicht. Und okay, die am Berg. Wird, glaube ich, am schwersten. Also fange ich erstmal mit der hier an. Ja, ich mach das noch. So, was ist da das Ziel? Sollte ich vielleicht auch im Auge behalten. 50.000. Hört sich machbar an. In 100 Metern rechts abbiegen. Das ist noch eine Straße. Bei nächster Gelegenheit wenden. Straßen fehlen da noch. In 200 Metern links abbiegen. Okay. Die Zone ist aber mal richtig eng. Hm. Vielleicht von der Seite. Oh, muss ich wieder warten, bis da alles unten weggeht? Das nervt auch ein bisschen. So ein extra warten muss man, bis die Anzeigen unten weg sind. Nein, die Zone machen wir nicht so. Ich muss halt diese Kurve, die muss ich extrem gut driften. Da habe ich bestimmt schon mal 30.000 Punkte, wenn man die gut nimmt. Fabian. Nichts passiert. Du hast dein Ziel erreicht.
erreicht. Bam, geschafft. So, die letzte noch. Da wäre es wohl vom Vorteil, nach unten zu fahren. Hier müssen wir aber viele Punkte machen. Also 70.000 bestimmt. Und doch nur 60.000. Gleich dann, als es wohl ist. Ja, driften. Meine Güte. So. Halt, stopp. Du so. Hast dein Ziel erreicht. Und noch den Erfolg geschafft. Drifters Paradise. Oder eine Anspielung auf Surfers Paradise. Vermute ich jetzt mal. Ganz grob. So, also jetzt quasi alle PS-Ans geschafft. Es fehlen noch zwei Straßen, aber die machen wir dann mit einem anderen Auto beim nächsten Mal. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Und tschüss!